Hallo ihr Süßen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Soma. So, in der letzten Folge, da haben wir jetzt hier nun die Quarantäne von Omikron aufgehoben. Und ich bin jetzt drauf und dran, wieder zurückzugehen. Leider, keine Ahnung, konnte ich jetzt von diesem Mann dort oben, dem Toten, nicht Toten, ich weiß es nicht, keine weiteren Informationen erhalten. So, warte mal, machen wir mal hier. Aber geht's? Jawohl. So, und jetzt wird das da oben wieder geschlossen. Und hier geflutet. So. Sehr schön. Und das ermöglicht uns jetzt hier wieder den Ausstieg. So. Alles ist gut, nichts ist kaputt gegangen. Wir wurden nicht irgendwie unangenehm überrascht, was ich ja auch wunderbar finde. Das hätte mich ja jetzt noch völlig zerstört. Ach, und dich habe ich gar nicht gesehen. Hallöchen. I'm fucking open. And nobody's answering to anything. What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Wow. Oh, guck mal, da hinten schwebt sogar einer von den Helferbot. Also, er hat sein eigenes Schicksal gewählt. Ja, es wäre jetzt nicht das Schicksal gewesen, was ich... Also, ich glaube, ich weiß nicht, ertrinken oder ersticken. Ich glaube, beides ist keine sehr schöne Wahl, um ehrlich zu sein. Beides gefällt mir nicht wirklich. Aber in diesem Fall, ich glaube nicht, dass ich es übers Herz gebracht hätte, wenn ich hätte versuchen... Also, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Ich glaube... Ich weiß nicht, was ich getan hätte. So, die kleinen Helferbots sind gerade wieder online. Ich glaube, wir haben es irgendwie geschafft, die zu reaktivieren. Auf jeden Fall schweben sie jetzt nun in geraumer Vielzahl hier herum. Und ich weiß nicht, vielleicht ist unser Protagonist ja noch so ein bisschen schüchtern, aber wir haben auch gerade schon wieder diese ganze Zeit diese Störungen sozusagen, diese elektronischen Störungen. Aber ja, so die Dinger... Es scheint sich aber auch nicht so viel verändert zu haben, oder? Also ich schätze mal, dass sie nach wie vor offline sind. Ah, guck mal hier. Atlantischer Hering. Speziespopulation 0. Diagnose fehlgeschlagen. Okay. Kann ich vielleicht hier noch irgendetwas anderes erfahren? Himmelsgucker. Population 0. Es scheint, also... Ich habe das Gefühl, das sollte dazu dienen... dass man hier die Fischwelt dokumentiert, was es hier so gibt auf diesem Meeresboden. Und inzwischen ist alles auf Population 0 heruntergegangen. Ich habe das Gefühl, dass dies eventuell daran liegen könnte, dass dieser Organismus halt jetzt auch inzwischen mittlerweile von den Fischen Besitz ergriffen hat und die dementsprechend nicht mehr eindeutig dieser Spezies zugeordnet werden können. Jedenfalls... steht hier überall Population 0. Großaugen, sandtiger Hai. Den gibt's gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ich kann mir aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass das alles nur von der Wau irgendwie hier zu dem Ganzen kam. Dass die Wau, dass die künstliche Intelligenz dahinter steckt, aber nun gut. Okay. So, ich würde mal dann sagen, wir... laufen jetzt eindeutig in die für uns vorbestimmte Falle. Ich bin damit zwar überhaupt nicht zufrieden und einverstanden, aber uns bleibt ja sowieso nichts anderes übrig. Wir müssen es ja machen. Gibt es hier noch irgendwie was, was uns weiterhelfen könnte? Ich glaube eher nicht. Nee, wir kommen ja auch nicht weiter. Okay, meine Lieben, dann irgendetwas wollte uns in Omikron haben. Irgendetwas wird uns jetzt auch in Omikron haben. Oh je. Hey, come on! Open up!
Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones! Open up! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Oh je. Also wirklich, es sieht so aus, als hätte die Wau mit Absicht alle menschlichen Wesen sterben lassen. Vielleicht wollte er ja wirklich eine Weltherrschaft der Computer oder so. Vielleicht wollte er so die Menschen retten, indem sie jetzt alle sterben, die bereits in der Arche dokumentiert bzw. halt abgelegt wurden, also ihre Erinnerungen und so weiter. Und wollte sie dann dementsprechend sterben lassen, damit sie dort unsterblich sind oder irgendwie sowas. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mir das genau vorstellen darf, warum er das tut, was er tut. Oder warum diese künstliche Intelligenz das tut, was sie tut. Aber mal schauen. So. Okay, Omicron, Ansatz, Shuttle, Fishpen, Abyss. Okay, also da müssen wir auf jeden Fall hin, darunter. Ich kann es jetzt schlecht zeigen. Aber das wird noch funny werden. Also bis zum Abgrund runter zu schwimmen und dort die Arche zu suchen, wird echt noch sehr interessant werden. So, wir fluten mal wieder hier. Oh oh. Mechanische Fehlfunktion. Bitte anderen Eingang benutzen. What the fuck? Was für einen anderen Eingang? Okay. So viel zu diesem Thema. Also versuchen wir einen anderen Eingang. Ich werde jetzt einfach mal hier weiterlaufen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich sonst einen anderen Eingang finden sollte. Oh je. Also dieses Gerüst bleibt nicht so lange stabil. This had better be the right way. Mhm. Oh oh. Schnell, 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 schnell. Beeile mich lieber ein bisschen. Das hinter mir sackt bestimmt gleich alles in den Abgrund. Und da möchte ich definitiv nicht dabei sein. So, ich denke mal, das hier wird der andere Eingang sein. Meine Güte, so ein Hack-Mack mit der Aufhebung der Quarantäne. Und jetzt muss ich doch einen anderen Eingang benutzen. Wie bescheuert. Okay, dann mal los. Oh, ich weiß ja jetzt schon bestimmt, dass wir noch so vielen anderen von diesen elenden Viechern begegnen werden. Okay. Tja, man führte uns hier hin. Man hat uns extra diesen Weg nehmen lassen. Let's find that suit. Oh, holy shit. Oh, nein, oh nein, oh nein. Wow. Die haben nicht mal mehr Köpfe. Ach du heilige Kanonenkugel. Will ich wissen, warum die keine Köpfe mehr haben? Gott, wie krank ist denn das? Also ganz ehrlich. Nee. Das geht absolut gar nicht. Oh, ein paar BHs. Ein BH. Aber sonst scheinbar nichts Brauchbares hier drin. Nichts, was mir irgendwie weiterhilft. Ja, eine Bürste. Alter, das ist so übel. Okay, auch hier wieder bei dieser Leiche keinerlei Reaktionen erhalten. Ich weiß nicht. Also, ja, wir hören halt noch die Verstorbenen, also die
die paar Gedanken der Verstorbenen, nur wieso bei diesen hier nicht? Weil sie vielleicht nie mit dieser Maschine in Kontakt geraten sind, ich habe keine Ahnung. Nur so eine Art statisches Rauschen. Guck mal, was sich hier reinwindet. Das ist wie so ein lebendes Wesen, was sich versucht, hier seinen Weg durchzubahnen. Das ist so ekelhaft. Mama mia. Oh mein Gott. Och. Hilfe. 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 Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Tauchraumkonsole. Toll. Alles klar, ich würde am liebsten echt nur den Anzug finden und hier sofort die Biege machen. Aber scheinbar ist das zu einfach. Also hier Omikron hat es bisher mit, denke ich mal, am schlimmsten getroffen, würde ich behaupten. Denn hier hat sich dieser Organismus wirklich überall in der ganzen gesamten Station verbreitet. Okay, das sieht auch aus wie Quarantäne. Ja, und das soll vielleicht aus einem bestimmten Grund geschlossen bleiben. Dann werde ich mal hier rausgehen und auch schleunigst die Tür schließen. Okay. Hier scheint es ja erstmal noch sicher zu sein. So, Roboter. Ruhig. Ruhig. Wir bleiben ruhig. Ganz ruhig und entspannt. Alles ist gut. Alles ist gut. Hier ist nichts. Nichts ist hier. Wir sind ganz allein. Okay. Ich dachte gerade schon, ich hätte mich eingeschlossen. Was war das? Was war das? Was war das? Das war auch schon wieder eines dieser Wesen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Und er hat gesagt, wir müssen aufhören. Gott, hör doch auf, ey, beruhig dich. Wahrscheinlich schickt es uns deswegen die ganze Zeit irgendwas auf den Hals. Weil es nicht will, dass wir hier weitergehen. Weiter forschen, weiter... Keine Ahnung, dass wir die Arche vielleicht finden. Also irgendwas hat diese künstliche Intelligenz gegen uns. Weil wir anscheinend hier... Ich weiß nicht, was genau... Warum sie etwas gegen uns hat. Okay... Tauchraumkonsole, alles klar. Aber sie will uns auf jeden Fall aufhalten. Sie will, dass wir aufhören. Wow, 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 wow. Okay. Holy crap. Hör auf damit, mich so zu verunsichern. Warum will es denn nicht? Ich verstehe das nicht so ganz. Warum will es denn nicht, dass wir die Arche erreichen? Vielleicht ist es einfach völlig übergeschnappt, das Teil. Weil schließlich hat es ja alle Menschen getötet, also von daher... Das Ding ist bestimmt völlig Banane. So, ich gehe mal nochmal gucken. Hier hinten kann ich nämlich auch noch lang. Mir macht das schon so ein bisschen Angst. Das verfolgt mich wahrscheinlich auch über die Kameras. So. Kann ich nicht aufmachen? Das ist verschlossen, verschlossen. Verschlossen, verschlossen.
Alles verschlossen. Verdammt. Oh Mann. Wieso immer ich? Okay. Vielleicht will es in seiner eigenen kleinen, perfekten Roboterwelt weiterleben. Und wenn wir die Arche erreichen, keine Ahnung, vielleicht können wir dann die Menschen wirklich retten und das will es nicht. Aber egal, wir müssen weitergehen. Wir müssen versuchen, alles in unserer Macht Stehende zu tun. Okay. Oh, das ist uncool. Das ist unheimlich uncool. Sie beobachtet uns die ganze Zeit. So, das kennen wir schon. Das kennen wir ja alle schon. Das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Kampfanzüge überprüft und einsatzbereit. Omikron-Scans sind in der Arche. Ausrüstung und zusätzliche Rationen geladen. Aufzugsplattform für Gewicht kalibriert. Kranführer bereit. Omikron steht in 2 Tagen für Abholung bereit. Okay. Hat jemand sein Omnitool vergessen? Es wird... verschlossen, 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 verschlossen. Alles ist hier verschlossen, aber ich höre dieses Wispern und wir können auch nicht mehr zurück. Hallo? Was ist das? Wieso wispert der Krams hier? Ist da irgendwas oder irgendjemand drin? Da ist ein Anzug. Okay, bei D ist ein Anzug drin. Alles klar, dann versuchen wir jetzt unser Bestes, um D aufzubekommen. Das, diese verstörenden Geräusche. Okay, wie? Was soll ich tun? Wir können das Terminal nicht aktivieren, denn uns fehlt der Strom dafür. Ach da, okay. Das ist merkwürdig. Irgendwie höre ich es hier wispern, aber ist nichts da. So, rein damit. Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda? You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. So, es werde Licht. Okay, das ist auf jeden Fall, dass wir nach draußen kommen, denke ich mal. Deswegen mache ich das lieber zu. So. Alles klar, also in D steckt ein Anzug, den wir brauchen. Dann würde ich mal sagen, wir aktivieren das Terminal. Alle anderen sind nämlich leer. Okay. Und jetzt? Ah. Hm. Blöde Sache, das. Die Dinger sind schwarz wie die Nacht. Ah. Muss ich einfach so machen. Look for a suit in the lockers. Hab ich doch. Alles gut. Nice. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman.
Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Whaley Harbor. Ist hier drin gestorben. Get, ist das widerlich. Ah, und in sowas muss ich reinschlüpfen. Noch ekliger. So. Alles klar. Heimat zu Kampfanzug. Ein Hochdruckkampfanzug, der einer Temperaturspanne von 50 bis minus 75 Grad standhalten kann, während im Inneren gemäß Standardeinstellung gleichbleibend 40 Grad herrschen. 40 Grad ist aber auch recht warm. Der Anzug stimmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann den Normalwert von 1 ATM bis zu einer Tiefe von 5000 Metern beibehalten. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. Der Anzug kann über rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein, normalerweise aber kann ein Anzug von jedermann getragen werden. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hautleitwert, den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. Okay, was ich mich jetzt allerdings frage, wieso haben die jetzt hier eigentlich alle keinen Kopf? Was ist das? Schnauze bitte. Ich frage mich eher, wieso die keinen Kopf haben. Das bereitet mir irgendwie Kopfzerbrechen. Okay, aber meine Lieben, wie wir diesen Anzug aktivieren, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge von Soma. Und zwar morgen direkt wieder. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao, ciao.